Moinsen Leute, gleich geht es weiter. Das ist eigentlich gar nicht, macht überhaupt keinen Sinn, dieser Satz. Es geht gleich weiter, sollte es eigentlich heißen. Irgendwo da oben. Dieses hässliche Gesicht hier. Also, ich habe das bis jetzt noch nicht verstanden. Also, irgendwie war das ja wohl so, so haben die das erklärt gehabt, dass diese Jewel Bryn Viecher irgendwie das, keine Ahnung, was, dass das mal Lebewesen gewesen sein sollen. Oi. Aha, okay. Ich habe keine Ahnung, was hier im Hintergrund passiert. Ich sehe nämlich auch genauso wenig wie ihr. Okay, da muss es aber irgendwo reingehen, halt. Ja, da ist aber auch wirklich wenig... Oh, da ist es. Wenig Platz hier. Oh, Missile. Was ist das da oben rechts? Geht's hier noch weiter? Geht's hier noch weiter? Könnte immerhin, ne? Oh, oh. What? What? Großes Kino. Das war ja eine ganz krasse Aktion jetzt hier. Moment. Ah, okay. Das ist so eine Art, weiß nicht, Ganon-Verschnitt oder sowas. Und, wuppa! Oh, es reicht nicht, schade. Egal. So, was ist hier los? Ah, Moment, Moment. Hier sind verschiedene Öffnungen und nur eine führt weiter. Bin ich mir ziemlich sicher. Eine wird ja wohl weiterführen, oder? Macht mich jetzt nicht schwach hier. Na? Halt. Ja, das gibt's doch gar nicht. Ah! Das ist bestimmt die da oben. Nein! Vielleicht kann ich einfach reinrollen. Ja, ist ja gut. Ich schieße das Ding schon weg. Oh, alles schön. Jetzt. Naja, ich werde noch ein bisschen verzweifeln hier. Alles klar. Ach. Herrje, diese Fummeligkeiten, die sind immer ganz toll. Wow, das Viech ist... Ach, das sind diese Pflanzen, diese... die Nuckelpflanzen. Das Viech sieht irgendwie eklig aus. Oder wie Peter Lustig sagen würde... Und das ist eklig. Jetzt ist nur die Frage, was ist hier? Hier muss es doch irgendwas geben. Boah, voll der Schlag. Weg hier. Was soll ich hier? Hier gibt es doch bestimmt nicht nur das Zeug zum Gucken. Also links von uns ist dieser Raum, wo wir quasi... Naja, wenn man so will, vorhin gestartet haben. Wo wir aus dem Wreck-Chip-Verschnitt oben rauskamen. Wo auch noch jede Menge Seitwärtsgänge noch zu finden sind. Ich weiß nur nicht, was ich jetzt hiermit machen soll. Also, ich kann mich ja, wie gesagt, an so manche Sachen noch von früher erinnern. Früher ist gut. aber ich meine auch, dass ich hier damals nichts gefunden hätte. Aber, pfff. Eigentlich, warum sollte man sowas hier hinten noch verstecken, ohne irgend... Ja. Oh, ich nehme es zurück. Alles klar, Missile. Die schaden auch nicht, nein. Weil das... Ich meine, okay, bis jetzt hält sich der Hack, hält sich im Schwierigkeitsgrad ja noch in Grenzen. Andererseits, wenn ich mir überlege, Phantoon haben wir besiegt, Cried, weiß ich nicht. Also es gibt auf jeden Fall noch genug Viecher, die dann noch kommen. Hier unten, wie bin ich denn bloß da unten hingekommen? Da geht's ja auch irgendwie hin. Okay. Moment. Warum bin ich hier beim letzten Mal nicht weitergegangen? Halt, nicht machen. Ja, diese Figuren sehen echt eklig aus. Brauche ich den Feudel noch für irgendwas? Na, da links. Nein. Haha. Doch, du kannst mich nicht täuschen. Supermissile? Nein. Hä? Wieso war ich hier noch? Der Charge Beam! Wieso war ich hier noch nicht? Wieso war ich denn da noch nicht? Ich meine, meine Güte, das ist... Erstens mal hätte ich da schon längst hinkommen können. Und zweitens, warum habe ich das beim letzten Mal nicht gefunden? Das ist aber egal. Ich habe jetzt den Ultra Charge Beam. Whee! Nice. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Da beschwere ich mich auf gar keinen Fall drüber. Das ist echt nice. Warum sollte ich mich auch beschweren? Das macht überhaupt keinen Sinn. Egal, gibt's hier noch was? Nein, gut.
Hier muss man auch diese lustigen Seitwärtsbomben machen. Ich meine, es ist ja nicht schwer, aber wenn man das Metroid... Andererseits, ich denke gerade wieder, ja, das ist eine schwierige Sache, wenn man das Spiel noch nie wirklich gespielt hat. Aber wenn man das Spiel noch nie gespielt hat, dann wird man auch keine Hex spielen, oder? Vor allem, wofür ist das gut? Ich kann mich hier quasi einsperren. Yeah, der Dance. Ja, und hier gibt es jetzt auch dieses hier. Das heißt, jetzt kommen wir wieder aus Brinstar, aka Jewel Brin, raus, ja. Moment, ich will nur gerade mal kurz einen Blick werfen. Nee, das macht alles keinen Sinn. Dann können wir tatsächlich nur wieder abdampfen. Obwohl da unten, ich sehe noch so ein paar Sachen, wo man noch hin könnte. Wo man nicht unbedingt hin muss. Vor allen Dingen würde das total... Moment. Sprich, hier unten, ganz unten links, da gibt es noch zweimal was mit Super Missile. Da könnte man also irgendwas noch holen, aber das ist, ja, das ist so, ach, Moment. Ich bin gerade durch meine eigene Karte verwirrt. Naja, egal. Ihr seht ja die Karte nicht, das ist ein bisschen doof. Vielleicht sollte ich mal so ein Foto davon machen, zeige ich meine krasse, selbst angefertigte Karte, ja. Den könnt ihr auch gucken, dann mache ich so einen coolen Mauspointer und dann zeige ich so auf so da und dann strategische Planung, alles klar. Nein, Moment. Okay, ich habe mich jetzt also mehr oder weniger entschieden, hier runter zu gehen. Und whee! Und jetzt genau genommen auch wieder hoch zu gehen. Also, ich habe unten, wie gesagt, unten links in Brinstar, Jewel Brin, gibt es halt noch so ein paar Sachen, aber da komme ich von hier aus auch gar nicht hin. Und ich habe auch gerade überlegt, haben wir Cryde eigentlich schon besiegt? Ich glaube nicht. Und was mich daran verwirrt, ist, dass man Cryde vor... Nein, andersrum. Dass man das Phantoon vor Cryde bekämpft. Übrigens, das habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt. Ist das hier oben? Und wenn man jetzt hier rausgeht und einfach rechts drauf achtet, sieht man diesen roten Punkt. Das ist eigentlich recht witzig, dass man das so aus der... beim Raumwechsel sehen kann. Hier kommt doch noch so ein Vieh. Wow, ihr seid schnelle. Schnelle Viecher seid ihr, schnelle Biester. Hier kommt gleich noch so ein Sturzvogel. Oh, ich klemme fest. Nice. Geh mal bitte aus mir raus. Wow, heftige Explosionen. Moment, hierfür brauchte man Turbo. Klasse. ganz großes Kino, super abgepasst. Na egal. Nein, das reicht nicht. Ich muss es doch so machen. Okay, jeps. Jetzt ist die Frage, wohin jetzt? Moment, ich muss nochmal nachgucken. Sieht so aus, als könnten wir nur hier oben rechts, ganz oben rechts, da irgendwas machen. Übrigens, ich habe, glaube ich, beim ersten Mal so schwer getan, den Text zu übersetzen. Ich glaube, so ein paar Sachen weiß ich immer noch nicht. Aber the flow of time ill favors this planet, a fate fraught with most dire omens, soll wohl sowas heißen wie der Fluss der Zeit beschert dem Planeten ein böses Schicksal mit bösen Vorahnungen, so ungefähr. Ja, den ganzen Rest, ach, keine Ahnung. Und die Viecher, die sich... Moment. Blablabla. Those of us with hope have crystallized inside of all. Könnte das vielleicht bedeuten, dass diese Statuen unten quasi die Viecher sein sollen? Die einfach kristallisiert sind? Ich meine, okay, das ist jetzt sowieso alles großartiges Denken. Das ist ja einfach nur... Moment, ich müsste dann nach rechts, ne? Das ist ja sowieso einfach nur alles irgendeine ausgedachte Geschichte, ist ja nicht weiter wichtig. Ich möchte mal kurz zum Schiff gehen. Das ist ja quasi direkt um die Ecke, oder? Doch, ja. Sollte eigentlich kein Problem sein. Also hier gibt es überall noch ein paar Eingänge mit Powerbomben. Das Einzige, was ich jetzt tatsächlich sehe, ich möchte safen. Safen? Yes! Safe completed. Alles klar. Ich drücke auch mal auf Safe, ne? Safe. Es gibt hier momentan nur eins, was ich sehe, was irgendwie mit... Quatsch, nicht mit Powerbomben, sondern mit Super Missiles. Was ich mir hier aufgeschrieben habe zumindest. Vielleicht war ich ja auch doof und habe was vergessen. Moment, ich muss ja. Ich muss ja Anlauf nehmen. Ups, auf
schwuppsdiwupps, Gas geben und chillen beim Übergang und laufen und laufen und jetzt super Speed! Nice. So, also hier oben rechts. Klasse. Autsch. Nicht gut. Bröckelklötze und dann noch so blöd angeordnet. Naja, ihr wisst ja, wenn euch das stört, das Vorspulen, das sollte wahrscheinlich jeder können. Also wenn es irgendjemandem auf den Zeiger geht, dann weiß er ja, wie das geht. Klasse Sache. Die Sache ist natürlich auch, es geht mir irgendwie selbst auf den Zeiger, wenn ich das hier nicht auf die Kette kriege. Ich könnte natürlich auch. Ja, könnte. Hätte, könnte, wäre, wären wir alle Millionäre, ist klar. Ach komm, du blöder Mist. Ich probiere es jetzt nochmal. Wenn das jetzt wieder nicht klappt, dann mache ich es einfach wieder offscreen. Hangel, die Jungle. Und. Alles klar. Für Profi hier, wo ist los? Ich kann das doch. Ach ja, genau. Hier unten war so ein Energietank. Okay, jetzt bin ich aber mal gespannt. Wo kommen wir hier hin? Halt. Gibst du mir eine Super Missile? Vielleicht bist du ja nett und gibst mir eine. Gibt er nicht. Okay, jetzt betreten wir ein neues Gebiet. Ich habe keine Ahnung, was hier kommt. Sind wir noch in Sylpia? Doch. Schöne Musik, ne? Typen, die sich hier was futtern. Ganz nett. Es sieht auf jeden Fall cool aus. Das muss ich dem Kerl ja echt lassen. Da hat er sich echt Mühe gegeben. Und obwohl das in der Mitte auf dem Tisch aussieht wie so ein... irgendwas nicht genießbares. Also entweder kommt hier gleich ein Boss und das hier ist so die Ankündigung dafür. Oder... Oder ein tolles Item. Ich möchte mal lieber safen. Safen. Ich sehe fast nichts auf der Tastatur vor mir, weil ich habe die Tastatur, da wo ich dann speichern kann. Hör auf. Und nebenbei... Ach, das ist wieder so ein Oscar, der so viel aushält, ne? Und nebenbei spiele ich halt auf meinem Beamer. Das ist ganz cool eigentlich. Aber dafür ist halt im Raum relativ dunkel. Ja, warum bin ich jetzt nicht überrascht? Wisst ihr, was ich jetzt mache? Hör auf, du Gesicht. Der macht mich halb tot. Mann. Ah, okay. Das funktioniert wenigstens. Ach du Scheiße, der hat mich ja fast tot gemacht, der Kerl. Gibt es hier drin irgendwas? Andererseits, wenn der Kerl schon den Charge-Beam und sowas halt so schön unten irgendwo tief unten drin versteckt. Keine Ahnung, ob der dann hier so freundlich was versteckt. Vor allen Dingen, hier müsste man eigentlich eher mit einer Powerbombe mal durchjuckeln. Dann würde man viel schneller erkennen, ob hier was ist. Naja. Ich guck lieber mal kurz. Also wenn ich hier einen Spacer oder sowas finden sollte, das wäre ja schon mal echt ein Zugewinn. Keine Ahnung, wo kommen wir denn jetzt hin? Vor allen Dingen, ich bin halb tot. Vor allem dieses Wasser laufen immer. Hier ist überhaupt kein... Ich glaube, wenn der Typ mich trifft, bin ich toast. Ich gehe jetzt mal ganz vorsichtig. Gleich kommt einer von links, jede Wette. Ich wette nämlich mein aller Wert... Du kleiner Kerl. Hey, ich krieg den. Komm rüber. Komm her. Oder ist der sogar immun? Hey. Ja klar ist er immun. Na komm, komm, komm. Tidim. Was für ein dummes Zeug. Tidim. Hey, der Nest-Sound ist zurückgekehrt. Alles klar. Komm hier, du kriegst jetzt einfach die. Bidim, bidim, bidim. Bididim, bidim. Oder so ähnlich. Was kommt hier? Irgendwas? Also, auf jeden Fall, Tatsache ist, es führt nicht in ein neues... Moment. Also, es führt definitiv nicht in ein neues Gebiet. Naja, zu 80%. Moment. Ja, okay, hier geht's weiter. Also, das ist schon mal klar. Das kenne ich. Oh, da war gerade die krasse
Wechselmusik-Dingens. Hier unten, wir kommen. Ich weiß nicht, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das jetzt. Hä? What? Kenne ich es? Kenne ich es oder kenne ich es nicht? Ich bin mir nicht sicher. Vor allen Dingen, meine Güte. Das Video ist schon wieder vorbei. Was ist denn hier los? Ich weiß nicht, ob das hier das ist, was ich denke, was es ist, oder was ganz anderes. Auf jeden Fall, das werden wir jetzt auch nicht mehr rausfinden. Ich meine, 27 Energiepunkte und 2 Energietanks, wir sind fast tot. Also ich kann unmöglich weitergehen. Also, ja, tut mir leid. Also, deswegen sage ich mal, bis zum nächsten Mal.